Dann aus Versehen lesen und schreiben gelernt. Darum habe ich so eine wahnsinnig schlechte Handschrift. Ihre Mutter hat doch auch Kunst unterrichtet, ne? Nee, meine Mutter hat nicht Kunst unterrichtet, aber alle anderen. Mein Bruder, meine Schwester und mein Vater. Vater auch. Haben denn Ihre Eltern Sie deshalb früh an Musik, an Bücher, an Malerei herangeführt? Oder kann man? Ja, das kann man so sagen. Geht das Mikrofon noch? Weil jetzt hört sich's. Ja. Hä? Ja, jetzt hört sich's richtig gut an, finde ich. Nicht mehr so laut. Die Jacke zu warm wird. Ja, aber das ist meine nachhaltige. Pass auf, ich kann Ihnen sagen, warum ich das angezogen habe. Wenn ich so eine Jacke hätte, würde ich die auch anziehen, völlig klar. Wollen wir mal tauschen? Nein. Ich muss dazu sagen, das ist eine nachhaltige Jacke, deswegen habe ich das angezogen, weil ich ausschließlich nur noch nachhaltig produzierte Klamotten anziehe. Das also nennt sich Upcycled, das aus alter Bekleidung, die sonst weggeworfen werden würde, ist dieses Ding hergestellt. Und ich finde das schön, weil man kann sehen, man kann also was ökologisch und Fairtrade machen, man kann es auch bezahlen und dann sieht es auch so abgefahren aus. Ne, das wollte ich sagen, das ist, glaube ich, wichtig, weil wenn man sowas machen kann, kann man auch ein ökologisch nachhaltiges T-Shirt machen. Und das kostet dann vielleicht ein paar Euro mehr, 3 oder sowas, und dafür hält es länger. Und ich glaube, das ist irgendwie ganz wichtig, dass wir das alle machen. Jetzt ziehe ich es aus, echt warm bei euch. Danke, Gregor. Ja, ich mach's hier hin, okay? Ich bitte. Sonst, super, okay. Bitte. Also zu Ihrer Frage. Jetzt zurück. Ja? Ja. Soll ich die noch beantworten? Ja. Okay. Also bei meine Mutter nannte das immer, wir sind ein musischer Haushalt. Mhm. Das war ihr wichtig. Und bei uns wurde tatsächlich auch Hausmusik gemacht. Und es war nicht die Frage, lernen die Kinder ein Instrument, sondern welches ist es? Also das wurde auch gar nicht verhandelt oder ach, keine Lust mehr oder sowas, ne, und ist auch zu viel, sondern es wurde ein Instrument gelernt, Punkt. Und wenn man Glück hatte, durfte man aussuchen, welches es sei. Und ich wollte Gitarre spielen unbedingt, das hatte aber mein Bruder schon. Und meine Schwester spielte Querflöte, mein Bruder Gitarre, also klassisch natürlich, und ich musste nun Klavier. Und habe dann jahrelang sehr talentbefreit Klavier gelernt und Zählflöte natürlich, da war ich sehr talentiert. Und dann mit 12 Jahren kriegte ich tatsächlich eine Gitarre. Das muss man dazu sagen, das war zwar ein Haushalt mit Büchern, also mit viel Bildung, aber ohne Geld. Das heißt, eine Gitarre zu kaufen, das war jetzt nicht, ging nicht so leicht, ne? Weil dann auch so Gitarrenunterricht. Und dann hatte ich halt eine Gitarre und das habe ich dann sehr lange betrieben und wäre beinahe Gitarrist geworden. Gitarristin, muss ich als Feminist sagen.